Ja, Sie haben hier eine schöne Simulation gesehen auf der Seite Chemie Digital und wollen gerne diese Simulation bei sich auf den Rechnern laufen lassen. Wenn es Ihnen nicht ausreicht, dass Sie hier diese Videos haben, dann können Sie sich die Simulation runterladen. Im Allgemeinen so ist es, dass es in einem Abschnitt, wo über ein paar Simulationen gesprochen wird, meistens etwas herunterzuladen ist. In diesem Fall habe ich hier fünf verschiedene Simulationen, und zwar sind das hier diese drei einfachen und zusätzlich auch noch ein bisschen erweiterte Simulationen zu den gasförmigen Stoffen und zu den Feststoffen. Im Video hier wird auch noch gezeigt, was man, Entschuldigung, bei den Flüssigkeiten. Und hier im Video bei den Feststoffen wird gezeigt, was man auch noch machen kann. Damit man diese ganzen Simulationsdateien runterladen kann, habe ich sie in einem ZIP-Dokument verpackt. Das ist auch deshalb notwendig, weil auf dem Wiki die Dateien mit der Endung SCW nicht gespeichert werden können. Also nur ZIP-Dateien. Um die ZIP-Dateien zu bekommen, klicke ich hier mal auf den Link drauf, und es öffnet sich ein extra Fenster bzw. ein extra Tab. Und hier kann ich dann durch einen weiteren Klick das Dokument runterladen. Das wird dann hier runtergeladen, wie man sieht. Man kann aber auch rechts draufklicken, Link speichern unter. Das hat die gleiche Funktion. Da sieht man jetzt in diesem Fall, dass ich das schon runtergeladen habe. Deshalb muss ich nochmal neu machen. So, das ist jetzt, wie gesagt, ein ZIP-Dokument, das heißt, das ist gepackt, unter anderem auch, um Platz zu sparen. Man muss dann mal in das entsprechende Verzeichnis gehen, wo man das heruntergeladen hat. Und jetzt ist es natürlich so, dass abhängig vom Betriebssystem die Vorgehensweise unterschiedlich ist. In den meisten Fällen, denke ich, wird es einigermaßen funktionieren, dass man rechts draufklickt auf das Dokument. Und dann wird man irgendetwas finden zum Thema Entpacken. Hier unter Linux, OpenSUSE Linux, habe ich im Menü, im Kontextmenü den Punkt Entpacken. Und da kann ich hier ein Archiv hier entpacken und Unterordner selbstständig ermitteln. Da entsteht dann jetzt ein Ordner, der den gleichen Namen hat wie die ZIP-Datei. Und da sind dann mehrere Dateien mit der Endung SCW enthalten. Das sind die Dateien, die ich in SimChemistry öffnen kann. So, wenn ich SimChemistry geöffnet habe, sollte man hier diesen Knopf erstmal auf jeden Fall wegmachen. Und dann kann ich zum Beispiel ein Dokument drin öffnen, indem ich unter hier File Open gehe, oder in den meisten Fällen funktioniert es auch, dass ich das quasi einfach hier drauf ziehe. Und dann habe ich die Simulation hier drin. Die läuft noch nicht. Ich schalte das hier wieder aus. Wenn man das Dokument nach der Benutzung nicht speichert, ist es egal. Einfach laufen lassen kann man, indem man da auf diesen Knopf drückt. Und dann sieht man die Bewegung hier. Für den Fall, dass Sie ein paar weitere Teilchen einfügen wollen, um zu zeigen, dass diese Anordnung der Teilchen also nicht von mir erzeugt wurde, kann man folgendermaßen vorgehen. Zunächst mal halte ich die Simulation wieder an und gehe auf Draw, Objekt Draw. In diesem Fall ist es, glaube ich, das Molekül 1. Es kommt ein Dialog, wo ich einfach sage Start Drawing, und ich starte die Simulation wieder, und dann kann ich Teilchen hier per Klick ergänzen und auch ruhig ein paar mehr. Und man sieht, dass diese Teilchen sie fallen nach unten aufgrund einer simulierten Gravitation, und sie fügen sich dann also so ein, dass sie also immer schön ordentlich angeordnet sind. So, ein weiterer Punkt, den ich zeigen möchte, ist bei gasförmigen Stoffen. Dazu ziehe ich einfach das Dokument wieder hier rein. Auch hier
bewegt sich das Ganze. Man könnte zum Beispiel bei dieser Simulation jetzt zeigen, dass die Teilchen sich einfach verbreiten oder eben auch verschwinden, wenn ich sie nicht eingeschlossen habe. Dazu muss ich die Simulation nochmal anhalten und klicke auf eine der Kanten, die dann hervorgehoben wird, was man an diesen kleinen Anfassern hier erkennen kann. Für den Fall, dass ich vorher etwas gezeichnet habe, das machen wir gerade mal nur, um es zu demonstrieren. Ich glaube, das ist Molekül 3. Ja. Würde ich Probleme haben, das anzuklicken, weil immer wenn ich klicke, wird ja so ein Teilchen erzeugt. Dann muss ich die Escape-Taste drücken und kann dann zum Beispiel hier diese Linie entfernen, indem ich dann anschließend auf die Entfernen-Taste drücke oder Delete-Taste. Und wenn ich jetzt die Simulation starte, werden die Teilchen eben nicht mehr von der Wand zurückgehalten, sondern fliegen dann einfach weg. So, ähnlich funktioniert das auch bei anderen Objekten, die in der Simulation vorkommen, wie zum Beispiel eben, dass ich zum Beispiel auch einzelne Teilchen entfernen kann, indem ich sie anklicke, um zum Beispiel weniger von einem Teilchen zu haben. Ich kann aber auch mehr von den gasförmigen Teilchen erzeugen, indem ich nicht nur einmal klicke, sondern auch mehrfach klicke, beziehungsweise die linke Maustaste festhalte und dann einen Bereich aufziehe, der dann gefüllt wird mit den entsprechenden Teilchen. So, die hauen jetzt natürlich auch wiederum ab. Das war es soweit. Ich denke, damit sollten Sie die Simulation bedienen können. Wenn es noch Fragen gibt, bitte als Kommentar anhängen. Ich werde das dann eventuell nochmal aufzeichnen, dieses Video, und noch ein bisschen verbessern.